Hallo und willkommen zurück zu einer Folge Die Sims 3. Jo, wir. Oh, wartet mal kurz. So, jetzt geht's los. Wir machen. Was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Wir betrachten halt mal den Seifenspender. Ja, es ist immer schade. Naja, kann sie aber mal machen. Weil sie hat immer noch Zeit, bis sie an die Arbeit geht. So. Muss Püppchen hier nicht auch mal langsam aufstehen? Eine Stunde hat sie noch. So. Ausgeschlafen ist was anderes, aber egal. Wir essen erstmal was und danach kannst du eigentlich nochmal schnell duschen, wenn du das noch zeitlich schaffst. Und du malst. Bestimmt auch noch nichts Professionelles, so wie ich die Sache einschätze. So, weißt du, wenn du jetzt hier einmal bist, kannst du hier mal säubern, weil du hast hier gestern auch den Wasserhahn kaputt gemacht. Ich kann eigentlich auch noch mal duschen schnell. Ah ja, ich lasse jetzt erstmal das Bild fertig machen. Das dürfte jetzt nicht mehr so lange dauern. Stopp, 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 stopp. Wohin willst du spielen? Meine Dame, du gehst jetzt erstmal auf die Toilette. So, das kann man verkaufen. Habe ich jetzt ver. Nee, die muss auch wirklich aufs Klo. Ja, sag ich doch. Und dann? Warum willst du schon wieder schlafen? Eigentlich habe ich eher gedacht, du führst mal ein Gespräch mit deiner Tochter. So wird es auch werden. So, hier hingehen. Und du gehst dann auch mal hier hingehen. Ah ja. Was, was, was? Oh, heute geht nicht mehr. Ach. So, du willst mal mit deiner Mama plaudern. Plaudert ihr mal. Wagner! Nabushu, no. Sola, Harieto, Hamase, Kuobala. Nishulu, Haluz. Frida, Mache. Luba Kaishinu, Busum, Hania, Zuwayin. Ya Blanc Mimsy Zianu, Ye Thoxaru, Fringo. Haben wir das auch mal erledigt? Können wir jetzt auch mit ihr irgendwas spielen? Lustig. Tag, du halt mal nach Tag. Früher konnte man ja mal fangen und so spielen. Bepto Garnish. Bin Platz Tukalisi. Schneeballschlacht beginnt. Das wird ja jetzt wohl kaum drin sein, ne? Oh ja, okay. Hör mal halt damit auf. Du hast heute schneefrei, wie auch immer. Was machen wir denn da mal? Komm, du gehst hier hin. Auf geht's. So, du hast auch alle Bedürfnisse soweit gestillt. Was machen wir denn mit dir so lange mal? Du kannst jetzt mal die Post holen. Erstmal Rechnung bezahlen. Und dann Post nehmen. Danke. Geh mal weg da. Wie teuer? So, weg ist es.
Post. Päckchen oder was? Warum wollen mich nur alte Knacker kennenlernen? Das sieht ja süß aus. Hier stehen überall Schneemänner. Ich gehe jetzt erstmal schon an die Arbeit. So. Und dann wurde sich ja beschwert, dass der Alarm fast auseinanderfällt. Dann werde ich sagen, fangen wir schon mal an und reparieren den. Das Auto wird vermutlich dann als nächstes dran sein. Einer muss sich ja hier drum kümmern. Sie baut schon wieder einen Schneemann. Oh, du hast mal deinen Schneemann und dann guck mal ja mal, ob man Gesicht bemalen will. Wo war denn das? Foto-Dingens. Hier, glaube ich, oder? Schneeflocke. Wow, das ist ein traumatisches Erlebnis. Das Kind hat gerade einen Totenkopf gebaut. Ah, klasse. Und dann Snowboard. So, und das Switch Mama. Wie läuft's? Es läuft irgendwie, ne? Guck du mal weiter, ich bin nämlich schon an der Arbeit. So. Wird sich das Gesicht bemalen lassen mit einer Schneeflocke. Jetzt gibt's Knochenbrüche. So. Das geht auch schief. Oh ja, sag ich doch, es geht auch schief. Wow. Ich möchte mir das mal genauer angucken. Geil. Das hat was, ne? Na gut, gucken wir, ob du das hinkriegst. Hat sie schon hingekriegt, dann mach halt sie. Nein, du sollst nicht nach Hause, du sollst das Auto reparieren. So. 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 Was machen wir dann? Wir hatten hier das Zeug hingestellt. Das machen wir danach. Was kann ich noch machen? Okay. Oh, sie ist schon fertig? Nee, da ist er. Wie fährt sie schon? 3 von 10. Naja, lass uns noch mal ein bisschen fahren. Ja, wir müssen natürlich einmal um das ganze Haus laufen. Nur um die TÜV-Bank zu kommen. Okay, was tut sie?
Stopp, 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 stopp. Auf geht's. Gucken wir mal kurz, wie die Arbeitszeiten sind. Bis 17 Uhr, das müsste man schaffen können. Hinterher! Wow, du bist gerade am Feuer vorbeigefahren. Okay. Erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Wie war der Plan? Erstmal das Feuer löschen, ne? Löschen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal kurz hier Dings an. Dann sehen wir nämlich, dass wir hier auch noch löschen müssen. Ich glaube, jetzt muss ich etwas nach... Ah, so ist es auch gut. Brennen hier die Bäume ab. Okay. Naja, eigentlich ist dann schon soweit alles gelöscht, ne? Flammen löschen. Flammen löschen. Flammen löschen. Ach, hier brennt es auch. Ne, der Baum ist schon fast weg. Jo. Mach du doch jetzt mal hier fertig. Ist ganz schön laut das Feuer. Warte mal, kann ich das vielleicht unter den Optionen leiser machen? Soundeffekte müsste das doch sein, oder? Ja. Naja, das dauert halt, aber die sind ja erstmal nicht mehr in Gefahr da drin, ne? Die fährt immer noch. Ist auch cool. So. Irgendwie fehlt mir aber jetzt, warte mal, was mir noch fehlt. Abbruch. Was mir auffällt, ist unter Optionen. Das müsste ich jetzt bitte anhaben. Wenigstens so ein bisschen. So. Jetzt ist die Musik aber immer noch. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. So. Ja, jetzt haben wir die dramatische Musik. Ja klar, so jetzt ruft der Dominik an, würde ich schon sagen. Was ist denn das für Musik? Achso, die haben noch Radiomusik an. Einen Moment, ich gehe mal kurz dran. Ja? Ich habe gehört, du wolltest nur den Auflauf essen. Ich nehme gerade auf, du bist jetzt in der Aufnahme. Ha, ihr habt drüben noch einen ganzen Leberkäse stehen. Da kannst du, glaube ich, ein Stück Leberkäse essen. Jo, ciao. So, haben wir das auch geklärt. Der Dominik wusste nicht, was er essen soll. Ha, gab Leberkäse. Haben wir es denn jetzt endlich mal Feuer gelöscht hier? Also eine Spitzenzeit wird das auf jeden Fall nicht. Wo ist denn hier das Radio? Ach, ist das ein Stress hier. Das kann ich nicht ausschalten. Scheiße, Mann. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal die Spannung auf den Höhepunkt. Zoomen hier mal rein. Warte mal, ich kann jetzt nochmal kurz. So. So. Würde sagen, wir sehen uns dann gleich hier wieder. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.